Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ja, wir sind hier gerade in der Wüste und sind auf dem Weg nach Hause. Ah, der Vogelstrauß. Blub. So, jetzt schauen wir mal. 570 Meter noch bis nach Hause. Ob wir heile wohl nach Hause kommen? Ja, doch. Ja, Dicker, du hast vollkommen recht. Aber sowas von recht. So, jetzt müssen wir durchs Wasser. Durchs Wasser. Wir haben die Taschen voller Gold. Oder so ähnlich. Nein, also Gold nicht, aber wir haben 4 Diamanten und 9 Smaragde. Ja, das ist der Hammer. Da werden wir uns so einen schönen, so einen schönen Smaragdstein da, so einen Block von machen und stellen uns den irgendwo in die Prärie. Mal schauen wir mal. So, jetzt laufen wir mal, Steve. Gib alles. Noch 420 Meter. Ja, noch 420 Meter und wir. Wir hängen fest. Ja, und weiter geht's. Blub, blub. Einmal unter Wasser. So, jetzt gucken wir mal. Wo ist denn unser Zuhause? Hallo? Ich sehe noch nichts. 360 Meter? Da ist so gar nichts. Ui. Okay, die Karte sagt 330 Meter, dann gehen wir mal der Karte nach. Ah, da kommen die Bäume, am Horizont kommen die Bäume. Die Bäume, ja, ha, ha, ha. Ui, 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 oh, ich freue mich, gleich sind wir zu Hause. Zu Hause. Und dann machen wir erstmal unsere Taschen leer und dann schauen wir mal, ja, da müssen wir noch unser Baumhaus oben, die zweite Etage, fertig machen. Was, wird dunkel? Hey, mach keinen Scheiß jetzt hier. Komm, nee, jetzt nicht. Wo ist denn unser Zuhause, verdammt nochmal? Flup, flup. Oh, ein Krokodil, ein Krokodil. So, wir kommen der Sache immer näher, immer näher, immer näher. Boah, sind wir weit weg gewesen, wa? Flup, abgesoffen und aufgetaucht. Und abgesoffen und aufgetaucht. Ja, schönes Spiel. Ja, es wird dunkel mal wieder in Minecraft City Dschungel. Super. Da sind Bäume, ganz große Bäume. Und da ist eine Höhle. Nee, da wollen wir jetzt nicht hin. Wir haben jetzt genug Höhlen gehabt. Ja, ich glaube, da hinten könnte schon unser Heim sein. Schauen wir mal. Ja, wir leuchten wieder schön im Dunkeln. Wie ihr seht, habe ich wieder das Texturenpaket Janina Craft drin. Ich habe dann einfach mal den Rechner getauscht und wie man sieht, es läuft. Da, ich sehe schon unseren Turm und den zweiten auch. Ah, oh, tolle, tolle Wurst. Wir sind zu Hause. Yippie-yay, Schweinebacke, super. So, da sind unsere Türmchen. Die leuchten aber schön. So, schwupp, schwupp, schwupp. Und zu Hause, ach schön. Zu Hause ist es am schönsten. Schwubbliwupp, didu, wupp. So, alles in Ordnung, ja? Tote Hose oder was? Ah, da sind unsere Pferde. Sheldon und Barney sind noch da. Hervorragend. Jawohl. Unser Weizen. Wow. Krass. Schön. Wow. Wow. Schön gewachsen hier. Es steht noch alles. Supi gut. Sheldon und Barney stehen noch schön im Stall. Hervorragend. Unsere Wege sehen schön aus. Also mir gefällt das Texturenpaket sehr gut. Das sieht richtig cool aus. Ja, doch, 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 doch. So, wir sind zu Hause. So, jetzt wollte ich doch mal eben. Jetzt machen wir uns hier mal so ein Ding draus. 1, 2, 3, 4. Bumm. Wow, ein Smaragdblock. Cool. Wie schön ist es hier. So, den stellen wir uns jetzt irgendwo hier hin. Genau hier hin wollte ich den stellen, glaube ich. Ja. Den stellen wir uns da. Gucken, wie sieht der denn aus überhaupt? So, gucken wir mal. Pupp. Oh, krass. Pupp. Wow. Ja, Prunk vom Feinsten. Wir haben einen Smaragdblock. Ja, den lassen wir jetzt hier stehen. Oder? Ja, den lassen wir stehen und jetzt bringen wir erstmal unsere Sachen weg. So, mal die Taschen leer machen.
Lalalalalalalalala. So, da haben wir ganz viel Steine. Dann ziehen wir die erstmal weg. Dup, 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 dup. Wow. Dup. Schön, das ist richtig schön. Hier haben wir Erde, da können wir noch den Tup, Tup reintun und den Tup. So, was haben wir hier? Was haben wir denn hier? Hallo. Ja, die Steine müssen wir mal in die andere Kiste tun. Das geht ja so gar nicht. Müssen wir ein bisschen Ordnung hier reinbringen, ne? Das geht ja nun mal nicht, ne? So, Sandsteine, den können wir auch in die andere Kiste tun. Oh, noch ein Buch. Achso, dann nochmal. Zauberbuch, Zauberbuch. Das Gold nehmen wir auch mal mit hier raus. Das hat ja auch nichts daran zu suchen. So, jetzt mal ein bisschen Ordnung reinbringen. So, Kies. Ne, Kies kommt da nicht rein. So, Stein, Stein. So, Schub, Schub. Nee. Wo sind denn unsere Diamanten? Hallo. Ah, da. Und 12 Diamanten. Ja. Wow. Bingo, Bongo. Supi, 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 supi. Ganz toll, ganz toll, ganz toll, ganz toll, ganz toll. Was haben wir da? Ein Eisenhelm. Okay. So, was haben wir denn noch hier? Ja, das Eisenerz, das könnten wir mal einschmelzen, ne? Das machen wir jetzt gleich mal im Ofen hinten. So, schwupp, schwupp. Und das Gold auch. Und das Gold kommt da mal rein. Und die braune Wolle tun wir mal hier rüber. So, und die können wir auch mal mitnehmen. Die setzen wir uns dann schön irgendwo hin. So, das Zauberbuch lassen wir auch mal hier. Das brauchen wir noch nicht. Und dann würde ich sagen, Sandstein hier rein, den Kies hier rein. So, dann gehen wir jetzt mal schwuppiwuppiwu schnell zum Haus. Feuern den Ofen mal eben an. Aber der müsste ja jetzt eigentlich 25 Stück fertig. So, dann haben wir hier mal das Gold rein. So, und hier haben wir mal... so. So, 10 Stück. Dann machen wir 15. So. Dann läuft das erstmal. Und dann gehen wir jetzt mal eben flutsch in unser Baumhaus. Und werden da mal eben schnell... Obwohl, wir können mal eben hier ein bisschen ernten. Blub, 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 blub. Blüpp. Oh, das war zu viel. Aber wieder typisch. Typisch. So. So. Schwuppidiwupp. Haben wir das auch schon geerntet? Hervorragend. So, jetzt gehen wir mal ganz schnell hier hoch. Lalala. Oh, das sieht richtig süß aus. Schön. Oh, schick hier oben. Schön. Oh, schönes Bett haben wir aber. Oh, mit Muster. Und unsere Sitzbank. Cool. Ja, das gefällt mir. Aber könnten wir auch eigentlich zum Blick... Wir könnten ja eben hier auch noch das Eisen durchfeuern. So, dann läuft der Ofen auch. Und dann gehen wir eben nach oben. Eine Etage höher, bitte. Guten Tag. So, da haben wir 25 Stück. Wupp. Jetzt machen wir das hier zu. So, wupp. 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 War eine super Idee. Da fehlt nur einer. So, dann haben wir es. So, jetzt haben wir es zu. Oder? Nee, da noch nicht. So, unser Glashaus ist dann mal komplett fertig. Schön ist es geworden. Schön, schön, schön. Schön. Das gefällt mir. Unsere Wohlfühloase hier. Ja, super. So, ein bisschen Licht hier hin noch machen. So, haben wir noch was zu... Oh ja, wir stellen uns mal einen Kürbis hier oben rein. So als Verzierung. Lalalala. Und zwar dahin. Wow. Cooles Teil. Ja, das ist super. So, uns ist ein Licht aufgegangen. Und abwärts. So, und wir sind unten angekommen.
Hervorragend. So, dann können wir jetzt hier mal so ein paar Kürbisse pflanzen. Schwupp. Die sind total cool, die Viecher. Ja, ein bisschen Verzierung. So, blub, blub, blub. So, noch ein Kürbis. Dann kommt hier auch einer so in die Ecke. Blub. Ja, die sind schön. Die sind richtig cool. So, dann machen wir hier mal weiter. Drei Stück haben wir noch. Ne, hier haben wir ja schon. Ne, da haben wir schon. So, wo stellen wir denn den Rest jetzt noch hin? Jetzt müssen wir auch mal gucken. Da, und da ist unser Smaragdblock. Alter Schwede. Schön, das ist cool. So, plopp, da machen wir auch noch einen hin. So. Und da noch einen hin. So. Ne, könnten wir ja nicht hier. Augenblick, Augenblick, ich habe eine Idee. Blub, blub. So, machen wir einen dahin. So, dann weg hier. Schwupp. Und einen stellen wir dann hier hin. Schwupp. Das ist cool. Wow, sehr schön. So, was haben wir hier? Wir haben einen Stein. Warum ist da ein Stein? Okay. So, jetzt sind wir einmal hier. Dann wollte ich das mal auf jeden Fall wegmachen, eben schnell. So, blub, 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 blub. Ein bisschen Terraforming wieder mal. Wir sind ja gerade wohl zu Hause angekommen, aber das gefällt mir nicht. Ne, haben wir? Ne, haben wir nicht. Gut, wir müssen dann unsere Eisenschippe nehmen. Weil die andere Schippe ist ja leider abhanden gekommen. Oh, wir machen wieder Löcher. Ne, ganz toll. Ganz großes Kino. So. Komm, zack, zack, zack. Dann machen wir das Loch hier eben noch zu. Flutsch. So. Ich glaube, das machen wir ganz weg. So, jetzt sind wir einmal dabei. Dann machen wir ich komme nicht um die Ecke. Oh, Steve hängt feste. Ja, komm Steve, gib alles jetzt, gib alles, du schaffst das, du schaffst das. La 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 la. So. Ah, da ist wieder unser kleiner Hüpfelhase. Und noch einer. Hey, wer bist denn du? Oh, wir haben hier einen Namen. Wie nennen wir den denn? Wie nennen wir denn unseren neuen Hasen? Okay, den nennen wir Meisterlampe. Jetzt müsste man nur die Tastatur sehen, das wird toll. Lalala, Meisterlampe, so. Komm, Meisterlampe, wir greifen mal an hier. Nee, da musst du mal wieder runter. Schwupp. Und da hüpft er hinfort, unser Meisterlampe. Okay. So, dann können wir eben hier weiterarbeiten. So, dum, 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 dum. Ja, war klar, dass die Schippe wieder einen Geist aufgibt, aber wir haben ja genügend Vorrat gemacht. So, mal eben schnell wegmachen. So, weil wir brauchen noch ein bisschen Erde, weil ich habe mir überlegt, wir wollten ja eigentlich eine Eisenbahn machen. Aber die kommt noch. So, das machen wir auch hier weg. Mit, dann zeige ich euch jetzt mal, was ich, oder ich sag euch jetzt mal, was ich vorhabe. Dass wir das in den nächsten Folgen, Kuh geben aus dem Weg, da auf jeden Fall machen werden. Hau ab, du. Ah, Hilfe. Haben wir schon wieder ein Loch gemacht. Ich glaube das alles nicht. Sag mal, du Eierköpfchen. Hau mal ab jetzt hier. So nicht, ne? So, jetzt machen wir das hier hinter auch weg, weil hier machen wir uns dann wahrscheinlich einen Wassergraben. Ja, einen Wassergraben. So, dann haben wir das hier freigelegt. Komm, jetzt machen wir ein bisschen hinne. Und hier oben drauf werden wir uns mit viel Schweiß und Arbeitseinsatz einen Vulkan bauen. Ja, einen Vulkan. Abgestürzt. Erde haben wir genug. Und dann müssen wir uns nur noch ein bisschen Lava besorgen. Und dann werden wir da auf jeden Fall einen Vulkan hinsetzen.
So richtig schön mit Lava. Da freue ich mich schon drauf. Bin mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Dann haben wir unser Dorf, genau wie Pompeji, genau neben einen Vulkan gesetzt. Ja, ja, ja. So, jetzt machen wir das eben hier noch fertig. So, zack, 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 zack. Unendliche Grünwiesen. Nee, das ist ja wohl furchtbar. So, komm jetzt. Jetzt gleich haben wir's. Nur noch 250.000 Meter. Komm, Ente, geh mal aus dem Weg. So. So, so, so. So, das, was ist denn das hier? Steine. Blub. 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 So, jetzt machen wir das hier eben noch schön zu, weil muss ja alles anständig sein. So, flutsch, flutsch. So, dann haben wir das uns schon mal ein bisschen so freigeschaufelt hier. Oh, da sind wieder Todeseier. Blub. Blub. Du Kackkäfer. So, Batsch, hast schon einen gekriegt, ey. Komm, bleib stehen. Ich krieg dich sowieso. Batsch, bist tot. So. Das sind diese Kackviecher, die mal... Gehst du aus meinem... Sag mal. Harry Hirsch hier, du. Ich glaub's ja wohl nicht.